So, mal schauen. Ups, ne, ich glaube, es läuft schon wieder. Seid gegrüßt, die Roger zu einer neuen Folge Sons of the Forest im Multiplayer. Gleiches Problem wieder zum Singleplayer. Auf einmal schmiert mein OBS ab, aber glaube ich, scheint sich wieder gefangen zu haben, wobei die Bitrate im Stream auch relativ scheinbar nicht so gut ist heute. So ist es. Ich glaube, ihr hört mich, seht mich und so weiter und so fort. Die anderen sind schon in der Höhle, haben die Höhle bestimmt schon fertig. Ich laufe jetzt gleich mal hinterher. Das hier ist die. Ich warte vor der Sonne natürlich. Ja, ich habe die 3D. Karte in der Hand und warte. 3D-Drucker-Geschichte hier. Die Standardhöhle, die ich auch schon im Singleplayer häufig besucht habe, um ein paar Pfeile zu drucken. Am Anfang lautet ja keine Gefahr, aber wir haben in den letzten Folgen ja Keycards gesammelt. Und eine von denen, ich weiß nicht, ob es die Virginia-Card ist oder die andere Card, bewirkt ja wohl. Hier sind noch ein paar Pfeile für dich. Okay, brauche ich. Auch. Brauche ich gar nicht. Oh, nein, ich gar nicht. Kein Platz. Eben diese grünen Pfeile brauche ich eigentlich nochmal wieder. Ja. Dann speichere ich erstmal hier, weil ne, sonst muss man wieder hinlatschen. Ist das gesichert? Noch ein paar Drähte, Klebeband, Batterien und diesen ganzen Quatsch. So, ich nehme mal das richtige Spielzeug. Das könnte noch was entgegenkommen später. So. So. Was mir immer noch fehlt, oder vielleicht sehe ich es einfach nur nicht, eine Schussanzeige, ne? Wie viel Munition man tatsächlich so. Doch, hast du. Echt? Wenn du in deinem Inventar im Gewehr guckst. Noch drin ist. Wie viel im Inventar. Ja, was im Gewehr drin ist, ja, das fehlt. Da hast oder du in der Pistole. Wie auch immer, je nachdem, was aber man so. Man kann da mal gucken. Nee. So, Leute. Das sieht ja fast nach sinniger Nachtsichtgerät aus hier unten aus. Nee, das ist nur am Anfang. Nachher hast du es wieder gekriegt. Deine Augen gewöhnen sich dran und dann siehst du. Ach, hier sind wir. Stimmt, hier ist es auch zu hell. Hier, ich nehme mal einen Ball mit hier zum oh, ja, Spiel. Cool. Ein bisschen kicken. Hier so, hier haben wir den ersten Kandidaten. Oh, macht jemand. Der schläft. Sollen wir ein bisschen gucken hier. Oh, trinken. Münzies. Der ist wohl nicht fertig geworden mit seiner Sporteinheit hier. Ja, nee, einige sind eingeschlafen, ne? Also. Nee, war am Training wohl zu anstrengend dann. Ja. Er klebt auch an der Wand. Und ich muss mal ein bisschen Mutant rausschneiden. Jetzt wieder Mikro müsste doch auch gehen. Sonst, ja, also theoretisch, mir zeigt er zumindest das Mikrofon an. Down. Hier sind Ball angerollt. Das ist ja auch verdächtig, oder? Was? Ich kann die nicht mehr mitnehmen, dann bringe ich sie aus. Habt ihr hier den Anzug mitgenommen hier? Ja. Den bunten. Trainingsanzug collected. Hier ist noch wieder irgendwo eine E-Mail. Kann man eh nicht lesen, wenn man eine Taschenlampe in der Hand hat. Soll ich wieder die Schrotflinte nicht, ne? Das nervt. Das kleine Pistole mal. So, aber da hinten nur bisschen Kleinkram. Hey. Die Tücher liegen hier rum, ne? Und was sind das denn hier für? Haben die hier immer ein bisschen jeder für sich so einen komischen Wappen? Ich habe einen Schlafanzug hier noch gefunden, falls jemand einen Schlafanzug haben möchte. Ich habe keine Munition mehr! Was macht ihr denn von Quatsch da? Alter Falter.
Da sind noch fast gar keine Gegner. Aufpassen mit den Typen hier. Ah, dann ist schon weiter. Jo, wieder einer weniger. Den komischen hier. Hoffentlich ist echt gut. Wir haben wieder viel zu viel Sachen gefunden. Das können wir eh nicht alles merken. Ist er hochgelatscht oder ist es hier noch irgendwas zu finden? Nein, ich bin hinter dir. Ist er da oben irgendwo, oder? Natürlich, Treppen nach oben. Noch hier. Ist egal welche. Treffen wir eh da oben. Das ist schick hier. Schöner Pool. Ja. Hab ich ja Mühe gegeben bei der Gestaltung hier. Dann gehen wir mal. Ach ja, hier kriegen wir gleich. Spielzeug, genau. Weiß nicht, wo dann jetzt hingreift. Oh ne, das ist da. Ich glaube, es ist so eilig. Aber die Tür brauchen wir als nächstes. Machen wir erstmal hier oben den Raum. Dann sind wir hier auf der Seite fertig. Kann ich die. Ich sag doch rot bisher. Hier darf man noch gar nicht durch, oder wie? Ja, aber du hier wahrscheinlich noch was findest. Also hier hast du einmal was zum Musik machen. Ja, oder kaputt machen. Hier ist noch was zu essen. Münzis. Münzis? Ey, du hast nicht bezahlt. Trinkgeld. Ein paar hier Stücke Fleisch noch. Ja, auch alles nicht mehr mitnehmen. Genau. So. Hier kriegen wir ein paar Geldscheine nur. Nur ein paar. So, Potz. Hätten wir was Schöneres hier hin tun können. Attention. Attention, nochmal diesen blöden Zettel aus der Hand, das nervt auch mit den Zetteln ungemein. Ich bin jetzt... Was denn, wenn die Zettel wieder los wird? Ja, genau. Und die hier. Waffe, die hat nimmst. Ich hab hier was gefunden, was Schönes. Ich muss erstmal 1000 Geld einsammeln, ja. 1000 Geld, ja. Die brauchen wir auch. Ja, okay, mal da. Und schon geht das weiter. Was ist der Karte? Noch ein Zettel. Arnold. Haben wir hier. Du hast auch nicht bezahlt, das sehe ich. Oh. Hier liegt hier noch. So, also ich habe das. Oh, Alter, wie viele Türen haben wir denn hier nachher noch? Wir sind nur eine Keycard oder habt ihr jetzt noch eine mehr? Ja, ich habe jetzt eine. Ich mache jetzt mal eine Tür auf. Ne? Arnold. Die Arnold-Karte habe ich jetzt hier. Und mal sehen, was finden wir hier. Tüte. Da bist du jetzt mit Arnold reingekommen, oder? Oh, Munition, Munition. Nochmal Munition, Schrotflinte. Mal mit. Was brauchen. Druckerfarbe. Noch ein Zettel. Letzter Wille. Und etwa Puften. Irgendwas im Kringel, das kann ja auch keiner lesen. Ja, das kannst du aber noch größer machen. Wenn dich das interessiert. Ja, ich muss mal was mit dieser Schrotflinte machen. Was ist das denn für ein Aufsatz? Oh, Geld, Geld, Geld. Druckerpatronen kann ich auch keiner mehr mitnehmen. Nimm mal Medikamente. Mal irgendeiner die Lautsprecher oben aus der Decke hauen, Alter. Today was a good day. Schon wieder Geld? Da war ich doch eben erst. Yeah. Was denn? Ach, ich mach schon wieder eine Tür auf. Ja, ich muss ja auch mal eine Tür aufmachen. Da waren gleich Besucher dahinter. Der hat keinen Kopf mehr.
Nehmen wir ein bisschen Mutantenzeugs mit. Noch habe ich Platz für Rüstung. Aber wieso stehst du denn auf ihm ohne Kopf? Naja, du. Salazar wurde angegriffen, habe ich ihn umgeklatscht. So. Der sieht auch gut aus. So, Tischlampe brauche ich erstmal nicht. Akku sparen. Ist aber dunkel. Geldscheine. Ich lasse das Geld auf mein Konto überweisen, was ich hier überall finde. Das wird sich lohnen. Wieder ein Zettelchen zum Lesen. Oh, da sind Babys. Oha. Und hier ein Clawfinger. So, aber mehrere Flure, ne? Aber machen wir erstmal den einen Flur, ne? Gehen wir mal Danny hinterher. Der ist ein Blödsinn, Mann. Oh, auch down. Kettensäge. Kettensäge? Eine Elektrokettensäge? Ist ja auch lustig. Ja. Energy. Oh, das geht immer, ne? Bei Schrotflinte ist auch gut, echt. Auch gegen die Mutanten, ne? Zwei Schuss in der Regel oder so ungefähr, dann sind sie down. Naja, bis auf vorhin, die im anderen Raum da, die angezogenen Typen da. Ja, gut, das habe ich nicht. Also der nicht, war, die ich mit Pfeilen beschossen. Die Tussi ein bisschen sehr hartnäckig. Achso, da ist noch eine Tür, genau. Hab ich jetzt alle noch eben schon geschossen, oder nicht? Ja, ich hab die Babys ja ein bisschen. Oder doch nicht. Ich denke, den hast du umgebracht. Entschuldigung. Da bin ich noch. In der Ecke auch eins. Der Müll versteckt. Hier sind wir auf einmal in der Höhle. Da auf der Ecke ist einer, pass auf. Jetzt soll ich mal die Schrotflinte wieder nutzen in der Hand. So, jetzt geht's hier runter. Ich glaube, das war, da kam man wieder an, ne? Ja, hier konnte man dummerweise im Kreis laufen, glaube ich. Da muss man nachher nur hier einmal aufpassen beim Abbiegen. Ja, wir sind jetzt einmal links rum. Mhm. Links ist Kreislauf, habe ich einmal schon abgelatscht. So, hier muss ein kleines Stückchen runterspringen. Dann geht's raus. Kommt man denn hier raus? Tada! Wo sind wir jetzt rausgekommen in dem Sinne? Da, wo Kelvin wartet, genau gegenüber. Hm. Also die hätte man auch so theoretisch finden können. Was war es denn da drin? Dann haben wir Kettensäge gefunden sozusagen. Kettensäge, ja. Und... Ja gut, die Karten, die brauchtest du ja dazu, ne? Die beiden. Ja, kann ich sein, dass man die später oder irgendwo nochmal irgendwie wieder braucht. Oh, Aloha Vera, geil. Da kommt so eine gute Kettensäge. Achtung. Baumfeld. Ja, muss natürlich genug Akku haben, ne? Motto, weil sie nicht vielleicht gegen Gegner so ein bisschen rumfuchteln.
Ja, ich meine die Feuerwerks. Die machen auch schon was, ne? Das merkst du ein bisschen, ja. Ja, da haben wir auch gut was gefunden heute. Hier ein kleiner Stapel gebaut. Ja, falls auch mal irgendwas braucht. Nee, aber du kannst ja dann, sag Moment, hier war was. Ne? Die Höhle ist ja nicht weit weg hier. Mhm. Vorsicht, da ist einer. Ach genau, als ob. Hat das gleich kaputt gemacht, ja. So geht das. So, ja, dann haben wir und hier dann auch. Nach Hause. Genau, sagen wir, habe ich hier eigentlich auch, mal auch alles. Ach, da kommt noch mehr aus dem Wald raus. Ups. Ja, dann machen wir lieber zurück zu Base. Naja, ich meine, wenn man so mit dem Bogen da zwei Treffer hat und er wird gebremst. Macht die Feuerwerks ganz gut Prums. Links ist wieder einer. So als. Hier kann man auch mal ein bisschen graben, oder? Da gibt es wahrscheinlich auch noch wieder Seile und was weiß ich. Hä? Aua! Mag doch nicht, ich wollte graben. Wo ist der Typ hin? Der ist durch euch durchgeflogen. Mach nett. Ja, dann gucken wir mal, ob ich was Schönes in den Holzkisten drin ist. Rote Leute! Nö, was wollen die denn hier? Boah, was wollten die denn hier? Rotflint ist wohl auch gut gegen rote Leute. Alle stehen wieder auf, Scheiße. Bei Stoff. Geht doch. Schaufel ich das einmal wieder zu. Jetzt kommt wieder so ein Weißbunter da drauf. Schmeißt dann hinüber, ja. Achtung, hier kommt wieder einer. Nochmal zwei Stoff. Okay. Rad. Leider stört das blöde Aufsatz beim Ziel. Welcher Aufsatz? Mein LED-Aufsatz hier. Taschenlampenaufsatz. Ich will nicht den Tauchermaske anhören. Oh, da oben der schöne weiße Berg. Da waren wir schon mal. Mhm. Da war eine ganze Menge Equipment mit dabei zusammengesammelt hier, ne? Wenn man sich Inventar anguckt. Geräte, Waffe, Gegenstände, und hast du nicht gesehen. Ja, jetzt fehlt nur noch das große Messer, ne? Katana, ja. Ich hätte da jemand am Baum links, aber so ein bisschen klettern, ne? Vorne sind wir ja schon wieder gleich zu Hause. Wir kommen wieder von der anderen Seite wieder. Dann müsste hier vorne auch gleich schon Seilrutsche kommen, dann. Ganz gut von hier eine weitere Seilrutsche bauen, aber ich glaube, das ist mir zu tief oder zu hoch. Braucht man irgendwie eine kleine Treppe zu so einem Baum, damit man relativ weit oben ist.
Dann können wir zum Baum rüberrutschen, wo wir die andere haben. Die Karte muss besser vernetzt werden. Mit Seilen. Oh, ich sehe da. Kann ja auf den Bäumen solche Hochsitze bauen und dann von Hochsitz zu Hochsitz. Ja, das wäre schon cool. Na, du kannst ja dieses, wie heißt das? Baumhaus machen. Dann kannst du von da aus ja auch immer rüber. Genau, das war das, was ich meinte. Ja. Oder eben halt auch den Turm, aber du kannst ja ein Baumhaus, ich weiß nicht, was höher ist. Ja, mein Turm, wenn du nur so einen kleinen Turm baust, kannst du ihn ja so hoch bauen, fast wie du willst, eine Treppe, so nach dem Motto, ne? Aber. Kann ja sein, dass wir so einen Herbststurm haben, ja, ne? Zwischen. Kann gut passieren, ne? Wir sind wieder zurück, haben überlebt. Heute ist nur Salazar einmal auf dem Boden gelegen. Ich wollte gerade sagen, keiner gelegen, aber oder einmal gelegen. Ich habe einmal gelegen. Ja, rechtzeitig zum Sonnenuntergang wieder zu Hause. Zum Glück ein bisschen Rüstung. Weil das Nachladen vom Schrotflinte irgendwie nicht geklappt hat. Wanderwege sollte man ausschildern, das stimmt. Das ist ja von Vorteil. Die Schrumpflinte ist nicht so schnell beim Nachladen manchmal, ne? Muss man echt aufpassen. Hast du deine Schildkröte fertig hier? Ja, genau. Da war doch noch was. Ich habe keine Schildkröte oder so. Ja, genau. Hä? Ja. Was bringt das jetzt? Das soll jetzt irgendwas. Was kann ich mit R machen? Wenn wir Wasser wollen, dann brauchst du das da anders hinbauen. Was soll für Federn sammeln, oder nicht? Ja, das soll mit Federn was. Ein Federhaus, also hier ein Vogelhaus, nur sieht ein bisschen anders aus als ein Vogelhaus. Ja, das ist ein anderes Bauteil. Hey, Virginia. Oh, du hast mir einen Osterhase mitgebracht. Ey, cool. Krieg ich den? Also irgendeiner von euch kriegt jetzt einen Osterhasen geschenkt, ich nicht. Nö, möchte gar nicht. So, Aloe Vera neu einpflanzen. Aloe Vera einpflanzen. Aber es fehlen irgendwelche so klamottentechnisch. Taktische Jacke. Takus. Wo hab ich die anderen ganzen Sachen denn gelassen? Ja, mit einer Schrotflinte und hier unendlich Schuss ist ja auch nett, ne? Ja. Also wenn man sich das jetzt gemerkt... Ich hab den Schildkröte mit was anderem versehen bei mir, ne? Mit was anderem versehen? Was hat er gemacht? Hast du gemacht? Ja, die zweite Variante, wofür ich Schildkröte brauche. Mit Wasser. Ja. Gar nicht. Wo ist die Friendly Fire? Was wird das hier bei? Was? Warum bin ich jetzt 11 wieder hochgeflogen? Hast du den Fußboden erschossen oder was? Nein! Guck mal hier. Ja, du hast den Fußboden erschossen. Na? Ja, ich nehm. Hiermit kann ich nicht. Nee, da kann ich auch schießen. Da, ich habe eine Pfeil, guck mal. Irgendwie ist eure. Ist das eine Falle oder was habt ihr da gebaut? Nee, das ist für Vögel, mach ich eine Federsammelquatsch. Ja! Alter! Ja, genau! Genau! Das ist jetzt kaputt. Das ist aber kaputt, oder was? So, dann reparierst du das. Jetzt steht drauf. Aua, das tut dir sogar weh. Ich habe Energie verloren. Hält Energie eigentlich von alleine? Ich guck mal, was ich da gebaut habe. Nee, ach, das wäre ein Vogel. Ne? Eine Feder. Achso, das wäre. Achso, eine Federfalle. Da laufen Gegner rüber, liegen hoch und tun sich weh, wenn sie wieder landen. So wie ich gerade. Naja, so wie du jetzt. Also keine Falle für hier Federn, sondern eine Federfalle. Ja, falsch. Falsch dokumentiert. Ja, also davon 4 Stück nebeneinander, Fallen, wo die so auf jeden Fall längs laufen, fliegen sie in die Luft und landen unsanft. Federfalle, ja. Da muss man ja erstmal wissen, was damit gemeint war.
Ja, also durch Federn habe ich ja auch gedacht. Eine Federfalle wie ein Vogelhaus. Und ich fand's witzig. Ja. Aber jetzt weiß man, was damit gemeint ist. Also, wenn man die jetzt hier vorne baut irgendwo und er springt in die richtige Richtung, kann er hier schön in den Stachel oder überwegfliegen. Ich weiß gar nicht, ob die so viel Fallschaden an sich schon abkönnen. Ja, ich denke mal, das liegt auch am Gegner, sag ich mal, weil wenn jetzt der Rote kann mit Sicherheit mehr ab als so ein aber Fallschaden ist ja wieder, ne? Weiß man nicht. Kann man hier eigentlich nicht oben auf diese Stöcker irgendwie Fackeln draufsetzen? Auf diese halben? Doch, du kannst auch einen Baumstamm kannst du machen. Das haben die beim anderen Spielstand gemacht. Da haben da irgendwo so einen Baumstamm hingesetzt. So wie... Nee, ja, das ist so weit weg für die Nacht. Ja, und so einen Baumstamm kann man setzen, aber... Ja, warte mal. Irgendwo hinsetzen, ganz normalen Baumstamm? Aber ich wollte es ja nicht so hoch. Ich dachte, ich wollte es hier auf den Boden setzen. Warte mal, ich setze ihn mal hier unten irgendwo hin, wenn das hier erstmal geht. Da ist alles rot. Schöner würde ich es finden, wenn man hier... Ich meine, man kann das hier so an die Seite ransetzen von diesen kleinen Pinöpseln. Ja, aber der Baumstamm ist gerade zu hoch hier. Da. Warte mal. Setze ich ihn da hin. Da kannst du irgendwie... Ja, so fand ich es ein bisschen low. Rüstung. Die haben... Irgendwie haben sie... So einen Fackelstamm gebaut. Weißt du da was von Salazar? Ja, hab ich auch mal gesehen. Du kannst ja rundherum theoretisch stehen, jetzt überall mit Wandfackeln festsetzt und dann hast du da 4, 5 Fackeln dran oder so. Nee, die haben bei dem Spielstand da, weiß ich, von wem ist der? Von Thomas? Nee, Thomas nicht. Ja, es gibt einen von Thomas, es gibt einen von Micha. Ja, dann ist das Micha, denke ich mal. Wir haben ja da die Brücke gebaut. Ja, und die haben an so einem Baumstamm in drei Richtungen haben sie irgendwie Feuer rangemacht. Ja, das kann man auch. Kannst du jetzt eine Fackel ranbauen? So wie ich jetzt hier an diese halbe gerade rangesetzt habe. Das kannst du in alle Richtungen machen. Das ist eigentlich wie diese Stöcke auch. Also die. Ach so, die haben die. Beobachtungsturm. Das andere Bauteil, ja, die Wandfackel meinst du, ne? Ja, glaube ich wahrscheinlich. Denn drei Stück davon einfach in jede Richtung. Ja, das kann ich jetzt hier an dem Stamm auch machen. Was wollen wir jetzt machen? Jo, Feier machen. Das, ja, gleich 11, denke ich, schwingen, ne? Folgenmäßig sind wir. Ruhig. Boah, ist hier gerade noch zwei Fackeln, aber ich sage, gehen wir gleich schlafen. Hier, erst schlafen, speichern. Dann können wir beim nächsten Mal wieder im Helm. Wollen wir am Morgen raus oder am Abend oder jetzt raus? Hm. Also, es muss ein bisschen Licht hier draußen. Ja, hier drin unser künstliches Licht. Keine Glühbirne mehr? Oder haben wir schon überall welche gesetzt? Ich habe so gut wie überall welche. Nachdem wir jetzt viel Draht und viele Birnen eingesammelt haben, können wir dann ich habe keine mehr. Ich habe die alle verballert schon. Obwohl in der neuen haben wir da gerade eben noch welche aufgehört. Okay, eine hätte ich noch, ja. So, liebe Leute, von daher heißt es vielen Dank fürs Reinschalten wieder zu dem Modus Sons of the Forest. Morgen geht's weiter mit dem Match-Map, morgen Abend. Ja, wollen wir schauen, wie es da weitergeht. Bis dahin, vielen Dank, schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe. Bis dann und tschüss. Jo, ciao. Tschüss.